Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forex Morning Statement. Wir wollen uns heute mit dem US-Dollar-Index bzw. mit dem Euro-US-Dollar beschäftigen. Ja, aufgrund der jüngsten Aussagen von Präsident Trump bzw. des potenziellen EU-Botschafters, ja, kommt natürlich diese Euro-Rallye bzw. diese ganze Thematik EU, USA und der beider Verhältnis wieder in den Vordergrund. Also Trump hatte sehr, sehr deutlich gemacht, dass er sich einen deutlich stärkeren Euro wünscht und ja, in diesem Zusammenhang natürlich auch die wirtschaftliche Hegemonialmacht von Deutschland in der EU durchbrechen möchte. Und wir sehen das ja auch schon seit vielen, vielen Monaten, wie deutsche Unternehmen oder auch deutsche Banken sehr, sehr stark in den Fokus der USA geraten. Und das geschieht natürlich nicht ohne Grund. Ja, ich erinnere mal daran, damals dieser Dieselgate, ja, also diese Abgasaffäre von VW, das wurde damals veröffentlicht an dem Tag, wo der neue Passat in den USA hätte vorgestellt werden sollen. Und das ist natürlich einer der größten Konkurrenten für die heimischen Produzenten. Ja, bloß mal das so als kleine Denkstütze oder Erinnerung. So, ja, wie gesagt, Trump möchte den stärkeren Euro. Der potenzielle EU-Botschafter hat in einem BBC-Interview erklärt, dass er in seiner früheren Zeit als Botschafter der Sowjetunion schon daran teil hatte, dass diese Union in sich zusammenbrach und dass es jetzt möglicherweise eine weitere Union gäbe, die ein wenig gezähmt werden müsste. So, in diesem Sinne natürlich die EU. Also uns stehen wahrscheinlich wirklich sehr, sehr spannende Jahre bevor, im Zusammenhang mit der Präsidentschaft von Trump und auch seines Gefolges. Also es werden richtig heiße Zeiten. Ich muss mir aber immer mal die Frage stellen, ob die sich so ein bisschen mit der Charttechnik absprechen. Ja, denn wenn wir uns das mal anschauen, die ganzen Euro-Optimisten, ja, die sprechen ja von Kursen jenseits der 1,34. Sie rechnen mit einem rund 25% stärkeren Euro gegen den US-Dollar. Und ja, da finden wir uns ja auch stückweise wieder an diesen ehemaligen Supports, ja, bei rund, was war das hier, 1,2280, 1,28, 1,3480 ungefähr. Also diese alten Supports, die durchbrochen worden sind mit dieser ja, durchaus respektablen Korrektur, die wir hier seit dem Frühsommer 2014 gesehen haben und in diesem Zusammenhang noch nicht getestet worden sind. Ja, und vielleicht können wir uns von diesem ganzen Gerede rund um die Parität oder Kursen darunter vorerst verabschieden. Ja, und der Kurs steigt vielleicht im Gegensatz dazu. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wenn wir den fundamentalen Bogen spannen wollen, dann denken wir doch einfach mal an den Ölpreis, an die EZB, an die Inflation. Ja, wenn der Ölpreis weiter steigen sollte und die Inflation damit natürlich auch kräftig zulegt in der Eurozone, dann könnte die EZB gezwungen sein, das Tapering sehr viel früher, also das Tapering ihres QE-Programms sehr viel früher zu starten oder viel intensiver zu gestalten, den Leitzins anzuheben und. Und das alles würde dem Euro natürlich kräftig unter die Arme greifen. Ja, das muss man ganz klar sagen. So, aber nichtsdestotrotz, wir werfen auch mal einen Blick in den US-Dollar-Index. Das war mir wichtig. Denn der Kurs befindet sich jetzt an einem Scheideweg. Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, diese riesen Range bzw. auch diese diagonale Unterstützungslinie, die wir hier aktuell sehen, die der Kurs auch momentan tangiert, die gerät jetzt in den Fokus oder diese ganze Range. Ist das hier, diese ganze Trump-Rallye, war das alles nur ein bullischer Fehlausbruch? Das fragen sich jetzt natürlich die Marktteilnehmer und das ist wichtig, diese Frage. Denn wenn wir uns das mal angucken, rein vom Ausmaß her, ich mache es mal ganz grob, falls es hier wirklich ein bullischer Fehlausbruch war und diese Range in sich zusammenfällt, dann würde der Kurs hier irgendwo in Richtung der 85-Dollar-Marke fallen und damit hier an dieses durchaus wichtige Unterstützungsniveau. Wir haben auch hier irgendwo dazwischen nochmal ein offenes Gap, weiß ich jetzt nicht mehr, wo das ist, aber spielt auch keine Rolle. Und wenn das passiert, wenn der US-Dollar-Index wirklich so stark nachgeben sollte, dann würde natürlich auch aufgrund der negativen Korrelation zum Euro-US-Dollar eine starke oder zum Euro eine starke Aufwertung im Euro-US-Dollar stattfinden. Also ähnlich wie wir uns das ist gerade im Monatschart angeschaut haben, Euro-US-Dollar. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Ja, das ist Wochenchart, das sind Monatscharts, die wir uns hier anschauen. Wir können auch mal die EMAs hier mit reinbringen. Also ich sehe hier schon die Chance für den US-Dollar-Index, dass er sich temporär noch einmal erholen könnte, ja, und der Euro-US-Dollar dementsprechend noch einmal nachgibt.
Auch im Daily Chart schauen wir uns das Ganze mal an. Der Kurs trifft in Kürze hier auf die auf wichtige Daily EMAs. Die Projektion für dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals wurde bereits erreicht. Ja, also so einige Etappenziele der Bären, die könnten so Stück für Stück abgearbeitet worden sein oder werden gerade abgearbeitet. Und das würde ich natürlich ein bisschen mit im Hinterkopf behalten bei dieser ganzen Sache und vielleicht doch nochmal die ein oder andere Erholung im US-Dollar-Index thematisieren. Zurück zum Euro-US-Dollar. So abschließend schauen wir uns nochmal den Daily-Chart an. Details gibt es oder eine detailliertere Analyse ist natürlich wieder schriftlich auf meiner Website verfügbar. Ich denke, das macht mehr Sinn, als das hier im Video durchzukauen. Und hier rückt natürlich wieder diese Dreiecksformation oder diese Keilformation in den Vordergrund. Wir sahen diesen schönen bärischen Fehlausbruch. Der Kurs ist dann sehr dynamisch in Richtung Norden ausgebrochen, hat das Ganze nochmal getestet und sitzt auf dem Weg in Richtung, ja, weiter in Richtung Norden. Und ich denke, dass wir diese Woche sogar noch hier rund um die 1, uns rund um die 1,090 wiederfinden könnten, knapp darunter vielleicht. Die Dynamik ist aber so schnell, dass ich hier auf jeden Fall sagen würde, da bleibt der Wechsel in den schnelleren Timeframe H4, H1 nicht aus, ja, um hier irgendwie noch dran partizipieren zu können an dieser letzten Rallye, die wir vielleicht diese Woche sehen könnten oder die jetzt den Rest der Woche noch bestimmen könnte. Aber dazu, wie gesagt, hier die komplette schriftliche Analyse, gehen wir mehr ins Detail und dann könnt ihr euch das Ganze noch mal durchlesen. Ich wünsche euch natürlich einen ja, guten und erfolgreichen Start in den neuen Handelstag. Wir hören uns dann in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Peter.